Zavala, rate mal, wer unser Signal in der Nähe der Moskitobande der Gefallenen angepingt hat. Gefallene? Hier in der Gegend sehen wir nur Kabale. Die Rotlegion muss die Verteidigung gegen mobile Angriffe verstärkt haben. Ich sag dir was. Diese Moskitos können warten. Schalte zuerst die Legion aus. Ich wette, sie rechnen nicht mit einem Angriff ihrer eigenen Fahrzeuge. Und damit Hallöle und herzlichst willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Destiny 2. Ich bin immer noch Yumika und wir sollen uns heute um eine Bande gefährlicher gefallenen Moskitos kümmern. Eine richtige Gang soll das sein und die macht hier wohl die Gegend unsicher. Achso, ich soll jetzt einfach nur Leute eliminieren, okay. Wenn ich denn mal wen finde. Ah ja, da ist ja mal einer. Oh, jetzt haben wir wieder den Schlechten. Das ist jetzt wieder der, wo so komisch schießt. Schade. Ich hatte mich schon an die Guten gewöhnt, die wir auf Uhr hatten. Aber na gut, dann müssen wir halt hier mit zurechtkommen. Also wenn sie schlau wären, würden sie mich ja flankieren oder so und nicht alle direkt vor mir stehen, wo ich sie treffen kann. Diese Fahrzeuge sind aber nicht so wie Pharaoh, aber sie haben es in sich. Weiter so. Das ist eine perfekte Möglichkeit, die Rotlegion aus dem Verkehr zu ziehen. Erinnere mich daran, nie mit einem Titan in den Boxring zu steigen. Ihr macht mir echt Angst. Aber so sehr ich es hasse, ich muss Zavala zustimmen. Fahrzeuge und Zerstörung jetzt. Moskitobande später. Okay, hört sich auf jeden Fall nach einem Haufen Spaß an. Was hab ich denn jetzt schon wieder hier? Und jetzt sollen wir anscheinend auch noch Fahrzeuge zerstören. Ich habe nur null Plan, wo hier ein Fahrzeug sein soll. Also ich vermute mal, da wird uns gleich mal was hergespawnt werden. Hoffen wir mal zumindest. Jetzt hatte ich schon Hoffnung, dass du vielleicht einer dieser Leute bist, aber nein. Also ich fühle mich wirklich wie Speedy Gonzales, ich bin einfach schnell. Und ich habe keine Ahnung mehr, wer Speedy Gonzales war. Ich habe den Namen jetzt nur genannt, weil Speed davor kam. Geh mal da runter, ey! Was hast du denn für... So ist richtig Kabal, so macht man hier richtig einen auf Ninja. Tja, blöd, ich hatte den super geilen Treffer. Ey, was war denn jetzt mit dem Kabal los, ne? Wollt mich auch verarschen. Oh, übrigens, hier, endlich habe ich mir S anschauen können und der Film war einfach geil. Auch wenn er mich nicht so wirklich gegruselt hat, also Angst habe ich da irgendwie jetzt nicht bekommen. Könnte vielleicht daran liegen, dass ich auch einfach schon viel zu viel Horror gesehen habe, dass mir das halt einfach keine Angst mehr macht, wer weiß. Und natürlicherweise, weil ich ein absoluter Psychopath bin, habe ich natürlich sehr viel lachen müssen. Ich weiß nicht warum, aber ich musste in S sehr, 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 sehr viel lachen. Ich weiß nicht warum. Da kam beispielsweise so eine Szene vor. Also ich will euch jetzt nicht spoilern, also... Ja egal, ihr könnt es ja einfach überspringen, ne? Also da kam auf jeden Fall eine Szene vor, da hat S mit so einer abgehackten Hand gewunken. So ein Typen und das war einfach, ich konnte nicht mehr, ich weiß nicht, warum ich das so extrem lustig fand, aber ich konnte nicht die Wahrheit, ich musste aber lachen. Also das war einfach nur der Hammer. So ganz random hockt er da im Busch und winkt da mit dieser abgehackten Hand, also das war einfach. Ramme Gegner, oh mein, ach so, ich muss die rammen. Ich dachte ich soll oh Gott, oh, ich bin blöd. Das tut mir leid, das hätte ich vielleicht besser lesen sollen. Ich habe nur Fahrzeuge gelesen und dachte, ja, jetzt soll ich welche im Fahrzeug vernichten. Aber Rammen geht auch. Im Rammeln bin ich sehr gut. Okay, man muss nur 4 Leute rammen. Das ist ein bisschen easy peasy. Aber hey, das macht ja immerhin Spaß. Ja, der lässt sich nicht so gut bleiben. Ups. Das ist ein Reflex. Ich habe das Ding rauchen sehen und bin instant runtergeschammt. Ich habe nämlich wirklich keinen Bock zu sterben. Habe ich das euch schon mal gesagt, dass ich wirklich keinen Bock auf sowas habe? Und es ist irgendwie wie ein Fluch. Diese Moskitobande der Gefallenen stellt noch immer eine Gefahr dar. Du nimmst mir die Worte
Worte aus dem Mund. Aber lass uns daraus besser keine Gewohnheit machen. Mal sehen. Sei vorsichtig da draußen. Diese Moskitos wurden mit geplünderter Technologie zusammengebaut. Oh. Es sind unberechenbare Gegner. Okay. Ja, was ich sagen wollte, es ist irgendwie ein Fluch, sobald man nämlich dann einmal stirbt, wenn man sich vornimmt, nicht zu sterben, dann stirbt man ständig. Ich bin ja vor kurzem das erste Mal gestorben und jetzt ist es einfach nur traurig, durch was ich alles sterbe, das ist einfach nur wow. Da, man könnte heulen, beziehungsweise ich könnte heulen, aber naja, ist halt jetzt passiert und ich versuche jetzt nicht mehr zu sterben, aber es kommt halt vor, dass man stirbt, vor allem wenn man Strikes machen muss und die Team jetzt nicht die cleversten sind, aber hey. Oder man selbst auch nicht zu clever ist, denn der lächerlichste Tod war, ich dachte, ich habe als schwere Waffe ein Schwert und bin in den Nahkampf gegangen und ich hatte einen Raketenwerfer und habe mich selbst weggesprengt. Tja, das war nicht so toll. Vor allem, ich hätte den Raketenwerfer auch noch überlebt eigentlich, aber diese Kugeln, glaube ich, haben mich dann doch noch gekillt, weil meiner verschießt die Kugel noch. Ach, das ist schon die Moskito-Gang. Okay. Nur ohne Moskitos halt, ne? Das ist natürlich jetzt nicht so praktisch, dass die Moskito-Gang unten Event hier ist. Nur mal so angemerkt. Okay, das ist ein normaler Geächteter, der kann uns Wurst sein. Der Rest der Moskito-Gang muss da hinten sein. Aber natürlich mischen sich jetzt die Kabale mal wieder ins Geschehen ein. Sich nicht mit uns anzulegen. Okay. Hey, du, mach einen Schuh. Nicht unvorsichtig werden. Der Anführer der Bande muss ganz in der Nähe sein. Ich erwarte, dass eine Grabungsexpedition der Kabale bis an die Zähne bewaffnet ist. Sei vorsichtig. Also hier wird gerade sehr viel... Das ist alles so durcheinander. Man könnte jetzt wirklich meinen, dass sie gerade eben komplett... hierüber gesprochen haben alles. Das ist alles zusammengehört, aber... Ey! Boah, Sau. Also macht ihr mal das hier. Ich bin da mal hier außen, ne? Ich bin hier so die Nachhut oder so. So. Oh Mann, ich will dies von Io zurück. Die sind viel geiler. Ich habe übrigens letztens gesehen, man kann die auch außerhalb der Mission anscheinend rufen, weil ich konnte die gestern sogar noch mal rufen. Was wir natürlich glücklich gemacht haben, weil die Dinger saugeil sind. Okay, wo bist du, du Schlammsau? Dich schieße ich aus dem Himmel. Wo bleibt er denn? Wie viel Prozent sind wir denn eigentlich? Der müsste aber jetzt langsam mal kommen hier. Oh, er ist da oben. Ich kann ihn gar nicht anschießen. Aber wenn er da hinten ist, kann ich ihn anschießen. Ich stehe nicht so drauf, gesniped zu werden, Leute. Wo ist er denn jetzt? Boah, ich muss echt vorsichtig sein, sonst werde ich hier wieder gleich von so einer Kugel zerquetscht. Yes, nice, wir haben es geschafft. Und der Zweck nicht, dass wir jetzt hier... Ja, ich wusste es ganz genau, dass er da landet. Das habe ich mir nämlich schon eingeprägt, wo einigermaßen die Kugeln landen, dass ich nicht jedes Mal von denen zerquetscht werde. Schon, ich will mein Exo. Gib mir das Exo. Alter, ich bin einfach gerade der beste Mitstreiter ever. Ich habe einfach so viel gemacht, das ist unglaublich. Die bedenken sich wahrscheinlich auch, was eine Sau. Stimmt ja, jetzt gibt's ja auch diesen Hund immer, ne? So, hallöle und herzlich willkommen zurück, denn hier ist die Aufnahme gerade wieder abgeschmiert und deswegen sind wir jetzt hier. Ja, also ich kann mich einfach nur entschuldigen für das Capture-Programm. Ich kann nur sagen, kauft keinen Hapauge Capture, denn das ist scheiße, wie man sieht. Nee, Spaß. Eigentlich ist es ja ganz gut, aber irgendwie in letzter Zeit
stürzt es nur noch ab. Also ich werde jetzt da mal schauen, ob ich vielleicht noch ein Update machen kann oder so. Vielleicht fehlt auch einfach nur ein Update. Natürlich kommt der auch genau hier hin. Wenn ich mal keinen Bock habe, gegen so einen zu kämpfen, ist er natürlich sofort da. Komm schon! Schlappsau! Das sind ja tolle Anführer. Ich empfange jede Menge gefallenen Übertragungen. Sie klingen ziemlich angefressen. Ich glaube, wir kommen mit allem klar, was Sie für uns parat haben. Wirklich? Läufer bei deiner Position ein. Natürlich. Geborgener Läufer. Aber natürlich haben die wieder einen Läufer abgesetzt. Das ist ihre Antwort für alles. Uns werden Vorräte geklaut. Schickt einen Läufer. Da bricht jemand in unsere Bude ein. Schickt einen Läufer. Jemand hat unsere super krasse Moskito-Gang getötet und unsere sehr tollen Lederjacken zerfetzt. Schickt einen Läufer. Das ist wohl wirklich die Antwort für alles bei den Gefallenen. Schickt einen Läufer. Jedes Mal wieder. So, die lernen nie daraus, dass ihre Läufer kacke sind. Denen müsste doch lange mal auffallen, dass diese Läufer nicht die tollen Dinger sind, was sie denken vielleicht. Oh, ich hätte eigentlich gedacht, dass Raketen nicht so viel Sinn machen bei einem Läufer. Hab ich wohl geirrt gerade? Oh, natürlich. Schnell runter von der Straße. Jetzt kommen natürlich auch noch Moskitos. Das war ja irgendwie eigentlich fast zu erwarten, dass jetzt noch genau in diesem Moment diese random Moskitos vorbeikommen. Warum auch nicht? Hey, der Läufer ist besiegt. Was für eine Herausforderung. Ein gefallenen Läufer bereit für den Schrottplatz. Du hast dir eine Pause verdient. Und ein Sieg wie dieser sichert uns anderen auch etwas Zeit zum Durchatmen. Ausgezeichnete Arbeit. Ja gut, dann würde ich sagen, ich beende das Video hier an der Stelle. Dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Moment, die müssen wir auch noch fertig machen. Die gehören 100% noch zur Gang dazu. Die müssen wir fertig machen, denn wir haben eigentlich so gesehen gegen keinen einzigen Moskito gekämpft. Also ich hätte gern diese Super-Moskitos gesehen, aber die wurden anscheinend von unseren Teammates schon zerstört. Komm her, Moskito. Die haben einfach so eine Ehrfurcht vor mir, dass sie einfach abgehauen sind. Für Feiglinge, die... Sind sie wieder? Komm schon. Ja, er weiß einfach, was ihn erwartet. Deswegen flüchtet er. So, gut. Dann können wir ja jetzt endlich dieses Video beenden, will ich mal sagen, ne? Also, dann man sieht sich, ne? Und dann Tschüssikowski und goodbye. DJ, put a nigga back to the record, baby, and give me this right now.